Willkommen und guten Tag bei Welt. In Frankfurt am Main herrscht Fassungslosigkeit. Eine Frau und ihr 8-jähriger Sohn werden am Hauptbahnhof vor einen Zug gestoßen. Die Mutter konnte sich in letzter Minute retten. Das Kind wurde überrollt, starb noch an der Unglücksstelle. Umstehende konnten nach einer Verfolgung den mutmaßlichen Täter vor dem Bahnhof festhalten, bis die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen einen 40-jährigen Mann aus Eritrea fest. Um kurz vor 10 Uhr kommt es auf Gleis 7 am Frankfurter Hauptbahnhof zu dem schrecklichen Vorfall. Während der ICE 529 aus Düsseldorf einfährt, werden eine Mutter und ihr 8-jähriger Sohn in das Gleisbett geschubst. Die Mutter konnte sich Gott sei Dank noch retten. Der 8-jährige Junge ist aber leider vom ICE erfasst und überrollt worden. Er erlitt tödliche Verletzungen. Es ist so, dass wir aktuell von einem Tötungsszenario gehen müssen. Denn Zeugen haben der Polizei berichtet, dass ein 40-jähriger Mann aus dem afrikanischen Eritrea beide absichtlich geschubst haben soll. Zudem versuchte er es bei einer weiteren Person. Danach wollte der Mann flüchten, doch Passanten hielten ihn fest, bis die Polizei kam. Laut einem Augenzeugen ging alles ganz schnell. So und dann machen so und dann schnell weg und dann alle Leute fest. Die Mutter des Jungen wird im Krankenhaus behandelt. Laut Polizei kannten die Opfer und der mutmaßliche Täter sich nicht. Am Bahnsteig selbst spielten sich dramatische Szenen ab. Reisende brachen weinend zusammen. Mehrere mussten medizinisch behandelt werden. Auch viele Kinder mussten alles mit ansehen. Das ist total schlimm, das kann man nicht in Worte fassen. Man könnte ja einfach auch nur stehen und man kriegt den Schubs. Wer macht sowas? Das können nur kranke Leute sein. Im Verhör versucht die Polizei jetzt zu klären, was den 40-Jährigen zu seiner mutmaßlichen Tat gebracht hat. Sie ermittelt wegen eines vollendeten und zweier versuchter Tötungsdelikte.